Fest, ja? Oder flüssig? Flüssig. Orange geht aufs Haus. Also wie Sie hier sehen, haben wir eine äußerst dekadente und lange Sorte des Kennzeichenhalters. Heute werden wir mit detaillierten Tricks versuchen, diesen Kennzeichenhalter etwas zu kürzen. Wie das Ganze ausschaut, das werden Sie heute sehen bei Bost Online. Das Teser hat aber nicht lange gehalten. Boah, das ist die ganze Zeit so laut. Ich bin noch nicht zufrieden. Das war's. Junge. Ist das die Platine? Ja, ich glaube schon. WTF. Mission erfolgreich. Ey Mann, so eine Scheiße. Alter, du kannst doch hier nicht das Schild krumm treten. Das sieht gut aus, ne? Oh Gott. Ben ist so ziemlich der beste Fahrradfahrer, den ich in Hamburg kenne, kann man eigentlich so sagen. Was Wheelies angeht, absoluter Pro. Und er wird uns heute zeigen, was er mit dem Ding hier so drauf hat. Hast du ein gutes Gefühl dabei, oder? Nee, Mann. Nee? Gar nicht. Junge, Alter. Ich dachte, er wollte in die andere Richtung. Alter Junge. Junge. Alter. Geisteskrank, Alter. Oh. Alter Junge. Ja. So, das ist der Pausenraum hier. Ha? Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte? Ein Double Chili Cheese. Tut mir leid, die Eismaschine ist leider kaputt. Müssen morgen wiederkommen. DDR-Wochen oder was? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon immer die Frage gestellt, was eigentlich passiert, wenn man bei über 200 km/h, vorzugsweise sogar 250 km/h, den Kopf aus dem Fenster streckt. Perfekt, das hält hoffentlich. Let's go! Yes. Boah, ja. Hamburger Royalkäse. Also du kannst wirklich so viel nehmen, wie du willst und alles nehmen. Big Tasty Bacon ohne Tomate, Hamburger Royalkäse, 6er Chicken Nuggets, noch ein Cheeseburger, ein Chickenburger, Riffelkartoffeln, 3er Chicken Tenderfilets und eine Himbeertasche. So, Freunde, wir haben offiziell den Verstand verloren. Wir haben uns einen Burger selber gebaut. Und wenn ihr denkt, Flo, sieht schon pervers aus. Ich habe mir einfach eine verdammte Kirschtasche oben auf meinen Burger geknallt. Sören? Sören, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man zwei Motorräder in der Wohnung stehen hat? Oh, keine Ahnung. Nice. Was findest du geiler, die R1 oder die XC? Die R1, aber wenn sie fertig ist, dann wird die geil. Mit dem Bike bist du doch, Rijeka war das, ne? Mhm. Wie ein Geistesgestörter mit dem Ellbogen auf dem Boden darunter geballert, richtig? Mhm. Ja, zeig mal. Mhm. Oh, der Selbung unten! Ja, hoffentlich bald wieder, oder? Ah! Le Modell! So, komm mal ran hier. Das ist nämlich. Das ist meine Bewerbung. Das bin ich. Das ist so krass. Wirklich, Freunde, das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen. Annika ist einfach nicht nur auf dem Cover, sondern in der ganzen Zeitschrift so krass vertreten. No fucking way. Oh. Was ist dein Lieblingsbild davon? Das. Boah, das ist krass. Zufällig habe ich heute auch einen Profi-Fotografen dabei, der von dir ein paar Fotos macht, die, ich will jetzt nicht sagen, sogar ein bisschen besser aussehen, aber ich sag dir, der Typ, der hat es wirklich in sich. Ein richtiger Druffi, Alter. Nee, hör auf jetzt. Was bist du schon wieder für ein Chef? Wo sind meine Ruhepausen? Okay, so, dein Arbeitsgerät. Annika, wo drücke ich drauf für ein Foto? Mal, wie ist Flo? Flo sucht das beste Foto raus und dann dürfen wir zwei gleich gucken, okay? Okay. Zeig mal. Hey, ist unnormal geiles Foto. Das gibt's ja gar nicht. So, soll ich posten? Ja, poste. Komm. Wird hochladen. Und? Yes! Yes! High five! No. Flo, du hast es geschafft. Du hast es in die Instagram-Story von Official Annika geschafft. Mashallah.